Morgen wird nun alles anders. Oder jedenfalls neu. So ein neues Jahr, das fühlt sich immer an, so offen und unberührt. Wie eine junge Liebe, zauberhaft, voller Entdeckung und Überraschung. Noch so unbeschrieben, wie dieses leere Blatt hier. Da ist Platz für Wünsche und Vorhaben. So ein leeres Blatt selber füllen, das ist ein faszinierender Gedanke. Es mal richtig gut machen oder sagen wir ein bisschen besser. Das wünsche ich mir. Aber jedes Jahr merke ich dann, das Alte holt mich irgendwie wieder ein. Da hilft mir das neue Jahr auch nicht, denn ich bin eben so. Damit es neu wird, muss das Alte zu Ende gehen. Mein Lebensblatt ist schon beschrieben. Und es wäre toll, wenn ich unter manches einen Schlussstrich setzen könnte. Würdest du das auch gern machen? So einen Schlussstrich ziehen, Sachen beenden, frei werden, durchatmen. Mir geht es so, ein Neujahr kann eigentlich nur werden, wenn ich das alte Jahr verabschiedet habe. Das mache ich meist an Silvester. Da nehme ich mir Zeit und Ruhe, bevor die ganze Feierei losgeht. Dann gehe ich die Monate durch mit meinem Kalender. Den Skiurlaub im Februar, den Streit mit Jürgen, den Kongress im Mai und Großmutter im Altersheim. Am Ende bete ich. Ich gebe es an Gott ab. Nimm du das Schwere. Ergänze du das Unvollkommene. Hab Dank für das Schöne. Und vergib mir meine Schuld. Ich bin froh, dass Gott abnimmt und so Neues ermöglicht. Das ist für mich eine sehr gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Denn das gibt mir Mut, neu anzufangen. Auch in 2017. Was ist deine Erwartung? Was wünschst du dir? Was sollte zu Ende gehen und was wünschst du dir, was soll richtig neu werden? Erzähl es uns in einem Kommentar.